Meine Forschung beschäftigt sich mit Kometen und einen solchen wollen wir mit der Comet Interceptor Mission der ESA, der Europäischen Weltraumagentur, besuchen. Ein internationales Konsortium unter der Leitung der Uni Bern entwickelt dafür in den nächsten 2 Jahren die Hauptkamera GOCA und das Massenspektrometer MANIAC. Der Start der Mission ist für 2029 geplant. Die Analyse der Messungen wird in den 2030er Jahren erfolgen, sobald wir die ersten Daten erhalten haben. Dabei interessiert mich hauptsächlich die Zusammensetzung der Kometen. Nebst Staub und organischem Material bestehen diese aus Eis, das heißt Wassereis, CO2-Eis, auch bekannt als Trockeneis, und vielen weiteren Eisarten. Aus diesem Material entstehen dann auch die bekannten Schweife der Kometen. Kometen sind aus demselben Material entstanden wie das Sonnensystem, also unsere Sonne, unsere Planeten, die Monde oder auch die Asteroiden. Kometen haben aber die meiste Zeit bei sehr tiefen Temperaturen weit weg von der Sonne verbracht, sozusagen in der Tiefkühltruhe unseres Sonnensystems, und haben dabei das Material über 4,5 Milliarden Jahre konserviert. Sie sind deshalb noch sehr ursprünglich und das macht sie aus wissenschaftlicher Sicht so interessant. Im Vergleich dazu, auf der Erde haben Schwerkraft, aber auch Erosion und Temperatur das Ursprungsmaterial längst verändert. Durch Einschläge haben Kometen auch Material auf die Erde gebracht, zwar nicht das Leben, möglicherweise aber wichtige Bausteine dazu. Es stellt sich auch die Frage, ob das Wasser auf der Erde oder Teile unserer Atmosphäre von Kometen stammt. Um unseren eigenen Ursprung zu verstehen, müssen wir also auch in den Weiten des Sonnensystems suchen. Es handelt sich hier um Grundlagenforschung mit dem Ziel der Erkenntnis. Die Kommerzialisierung steht dabei weniger im Vordergrund als vielleicht gesellschaftlich interessante Fragen, wie zum Beispiel, woraus ist die Erde und schlussendlich auch wir entstanden? Und trotzdem, regelmäßig sind technische Entwicklungen der Raumfahrt auch bei uns im Alltag angekommen. Und dies selbst, wenn ursprünglich gar nicht so geplant. Beispiele dazu gibt es viele. UV-Filter in Brillen, Handykameras, feuerfeste Anzüge, GPS, Satellitentelefonie und so weiter. Zum Teil sind dies auch signifikante Weiterentwicklungen, wie zum Beispiel bei Solarpanelen. Zusätzlich bilden wir auch Fachkräfte aus, Polymechaniker, Physiklaboranten und Physiker. Viele davon werden einmal in anderen Bereichen der Industrie und Wirtschaft arbeiten. Ein Blick in den Himmel fasziniert die meisten Menschen und bei mir ist es nicht anders. Mir gefällt, wie abwechslungsreich und interdisziplinär Kometenforschung ist. Und dass Kometen wichtige Informationen über die Entstehungsgeschichte unseres Sonnensystems beinhalten, macht sie besonders spannend. Es zeigt, dass auch wenn man Kometen studiert, diese nichts von ihrer Anziehungskraft verlieren. Auch für unser internationales Konsortium ist es eine große Herausforderung, innerhalb der nächsten 2 Jahre 2 hochkomplexe Instrumente zu bauen. Diese müssen immer an die jeweilige Mission angepasst sein. Der Comet Interceptor ist insbesondere die Geschwindigkeit des Vorbeiflugs imposant. Bis zu 70 km pro Sekunde, also Bern-Zürich in 1,5 Sekunden, oder mehr als das 70-fache der Geschwindigkeit einer Gewehrkugel. Doch das ist dann eben auch ein Problem. Bei diesen Geschwindigkeiten wird jedes Staubkorn zum Geschoss. Trotzdem müssen Raumsonde und Instrumente dies aushalten können und entsprechend geschützt sein. Massenspektrometer und Kamera für Comet Interceptor werden durch die Europäische Weltraumagentur finanziert. Effektiv heißt das, unsere Beteiligung kommt aus dem Schweizer Beitrag an die ESA, wo die Schweiz eben auch Gründungsmitglied ist. Etwas mehr als die Hälfte geht dabei in Form von Aufträgen in die Schweizer Industrie.
Beteiligungen unseres internationalen Konsortiums werden entsprechend über deren Länder finanziert. Für Coca und Maniac in unserem Fall sind dies Spanien, Frankreich, Deutschland, Belgien, Österreich, Polen und Ungarn. Dazu können wir auf Ressourcen und Infrastruktur der Uni Bern zurückgreifen, beispielsweise auf Eich- und Testanlagen, welche über viele Jahre aufgebaut wurden. Last but not least, die wissenschaftliche Begleitung wird derzeit vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützt.